Liebe Gemeinde, es gibt Dinge, die lassen sich einfach nicht ersetzen. Ich finde, der Palmsonntag gehört dazu. Wir können zwar auch in diesen Krisenzeiten aneinander denken, wir können füreinander beten, wir können den Gottesdienst im Radio hören, im Fernsehen schauen, persönlich beten. Aber was ist mit dem Gefühl, mit der ganzen Gemeinde draußen zu stehen, die Sonne zu spüren, zusammen ein Lied zu singen, zu merken, wie die eine Stimme in den Chor der vielen Stimmen eingeht, den Palmbuschen in der Hand. All das kann in Zeiten der Corona-Krise einfach nicht stattfinden und wir können es auch nicht ersetzen, so sehr wir es auch gerne würden. Deswegen blicke ich schon mit ein wenig Neid auf die Szene in Jerusalem, die wir heute in der Bibel lesen. Dort hat ja genau das stattgefunden, wonach ich mich sehne. Menschen versammeln sich draußen auf der Straße, erzählen einander die Neuigkeiten, lachen zusammen. Sie warten auf einen ganz besonderen Menschen, auf den sie neugierig sind. Es ist eine Stimmung der Zusammengehörigkeit, denn sie warten ja alle gemeinsam auf diesen einen Menschen. Und als sie Jesus dann sehen, brechen sie in Jubel aus, sie rufen, sie singen zusammen, sie winken mit ihren Zweigen. Eine euphorische Atmosphäre. Wie sehr sehne ich mich im Moment nach einer solchen Stimmung, nach einem solchen Gemeinschaftsgefühl. Stattdessen können wir uns gerade nicht mit Freunden oder der weiteren Familie treffen und wir sollen, so viel es geht, einfach zu Hause bleiben. In meiner getrübten Stimmung hat mir ein Wort aus der Szene in Jerusalem geholfen. Wir haben es schon 100-mal gehört, genauso oft gesagt und sogar gesungen. Hosanna. Warum hat mir ausgerechnet dieses Wort geholfen? Dafür müssen wir uns den Ausruf einmal näher anschauen. Hosanna kommt aus dem Hebräischen oder Aramäischen und heißt Hilf doch. Den Ruf konnte man an einen König richten, aber eben auch an Gott. Warum sollten die Menschen jetzt zu Jesus Hilf doch rufen? Sie wollen ihn doch als ihren großen König verehren und nicht gleich irgendwelche Forderungen an ihn stellen. Dass sie dieses Wort benutzen, liegt daran, weil das Wort selbst eine Geschichte hat und zu einem Jubelwort geworden ist. Ursprünglich meinte es, hilf doch. Aber aus diesem Hilferuf wurde im Lauf der Zeit ein Heilsruf. Der Mensch ruft zu Gott, Hosanna, hilf doch. Und schon in dem Moment, wenn er das ruft, vertraut er darauf, dass Gott ihm tatsächlich helfen wird. Er preist Gott gleichzeitig für seine Hilfe, wenn er überhaupt erst nach dieser Hilfe fragt. Also schon bei der Bitte um Hilfe vertraut er fest auf seine Rettung. In diesem Jahr kann ich den Ruf des Palmsonntags ganz neu für mich entdecken, denn selten wünsche ich mir dringender Hilfe von Gott, damit diese schwierige Situation überwunden werden kann. Die besondere Bedeutung von Hosanna lädt mich dazu ein, diese Bitte um Hilfe mit der festen Zuversicht zu verbinden, dass diese Zeit vorbeigehen wird und eine Zeit des Heils anbrechen wird. Ich darf hoffen und wissen, dass wir wieder zusammen draußen stehen werden, dass wir wieder plaudern werden und zusammen die Sonne genießen werden. Ich darf mich darauf freuen, wieder zusammen zu singen und zu jubeln. Wie die Menschen in Jerusalem im Moment des Einzugs Jesu, darf ich auf Gottes Hilfe vertrauen. Hosanna!